Schönen guten Morgen. Günaydın. Bugün 9 Ağustos. Şu anda Mauritania'da çöldeyim. Ich habe in einer Stadt in die heißt Chami übernachtet. Chami diye bir şehirde kaldım. Daha doğrusu çölde uyudum. Am Ausgang von Chami ist eine Polizeistation. Ich habe die gefragt. Ich habe gesagt, die Stadt sieht zu gefährlich aus. Die Leute sagen immer, komm her, bleib stehen. Ich bin weitergefahren, habe bei der Polizeistation gefragt und ich konnte dort übernachten. Direkt hinter der Polizei in der Wüste habe ich im Freien geschlafen. Das Zelt kann man schlecht aufbauen in der Wüste. Evet. Şehir çok tehlikeli diye herkes beni çağırıyor, gel burada dur falan filan, burada kal diyorlar. Şehirden hemen çıktım, akşam hava kararmıştı zaten. Şehrin dışında bir polis istasyonu var, oraya sordum. Polis istasyonunun 50-60 metre ilerisinde arkada, çölde dışarıda uyudum. Resimlerini sonra atacağım. Ya, şu anda Mauritania çölündeyiz. Ich bin gerade in Mauritania in der Wüste. Es ist jetzt genau 8 Uhr, saat tam 8. Von da bin ich gekommen. 5 Kilometer falan gittim. Ich bin gerade 5 Kilometer gefahren. Noch 10 Kilometer kommt eine, da kommt eine Benzinstation, Gasstation. 10 Kilometer sonra bir benzinci var, orada duracağım. Da halte ich dann. Ich habe gerade ein bisschen gefrühstückt, biraz kahvaltı yaptım. Und da werde ich Kaffee oder Tee irgendwas trinken. Für unterwegs was einkaufen, obwohl ich gestern schon alles eingekauft habe. Dün her şeyi aldım Chami'nin girişinde. Ja, şimdi biraz çekelim, yollara bakın. Das ist der Normalfall in Mauritanien. Landstraße, Autobahn gibt es hier natürlich nicht. Ich habe noch 240 Kilometer nach Nouakchott. Nouakchott'a 240 Kilometer var. Ve oraya gideceğiz şimdi. Selamun Aleyküm. Evet. Şimdi yola çıkıyorum. Biraz kameraya çekeceğim. Ich werde ein bisschen aufnehmen. Soweit wie es auf diesen Straßen geht. Bisletin haline bakın. Schaut euch mal das Fahrrad an. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Her taraf kum, alles Sand. Die Kette. Guck mal. Bakın zincir, bisiklet. Evet. In Nouakchott werde ich das ganze Fahrrad waschen. Die Kette muss gewaschen werden mit Schaum und dann neu eingeölt werden. Evet, zincirini yıkayacağım, bisikleti yıkayacağım Nouakchott'ta. Ondan sonra yeni yağ atacağım tabii. Evet, devam edelim. Geht weiter. Im ersten Gang birinci vites. Ja, die Wüste in Marokko war sehr steinig, felsig. Hier in Mauretanien ist eigentlich nur Sandwüste. Das, was man sich unter Wüste so vorstellt. Marokko'da kayalıklar vardı çölde, taşlar vardı çok. Kumluk yer de vardı tabi. Ama Mauritania tam kum çölü yani. Das ist die richtige Wüste, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Televizyonda bildiğiniz çöl yani, televizyondan gördüğünüz. Bazı yerlerde insanlar duruyor çadırlarda. An einigen Stellen sind Zelte, links und rechts der Straße. Wie ihr seht, ist auch einiges an Grün. Bäume in der Ferne. Bakın, ileride ağaçlar var, dikenlikler var. Ama ondan sonrası çöl. Was viele nicht wissen, unter der Wüste, unter der Sahara, soll es angeblich die meisten, die
meisten Wasservorkommen der Welt geben. Türkischen bilmediği şey, Sakra Çölü'nün altı su doluymuş. Dünyada en fazla tatlı su buradaymış, yani çölün altında. Yalnız çok fazla derinlikte tabi. Ulaşması zor. Das Wasser ist so tief in der Sahara, dass man da ganz schwer rankommen kann. Es gibt einige Stellen, wo man rankommt, aber tief in der Sahara drinnen wird es schwer, da ranzukommen. Ja, die Leute denken alle, man kann nicht durch die Sahara fahren. Man kann durch die Sahara fahren. Es gibt Straßen, die sind nicht gut ausgebaut. Diese Straße ist jetzt gut. Der Polizist sagte schon, die Straße wird jetzt besser bis nach Nouakchott. Und schon ist die besser geworden nach 5 Kilometern. Und ich demişti 5 Kilometer sonra düzelecek yol diye. Gerçekten düzeldi. Bakın. Nur Sandwüste. Kum çölü. İşte bazı yerlerde insanlar yaşıyor. Bakın şu ileri de var, oraya kadar gideceğiz zaten, göreceksiniz şimdi. Burada da bir aile yaşıyor herhalde. Sesin develeri atlamış. Wasser, o su işte. Su deposu, Wasser depo. Çok rüzgarlı. Hep böyle Moritanya. Moritanien ist eigentlich nur Wüste. Ich glaube, zu 95% Wüste. Ja, der wird mir von hinten zum Glück. Ich bin da drüber gehört. Daha iyi gidebiliyorum tabii, daha rahat kullanıyorum bir sıkıntı. Bizim iPhone'umuz bu zaman. Şimdi diyoruz ki kesinlikle tam bir rent form. Best Osman Kuyaktik. Daha sonra batıdan geldi rüzgar. Atlantik Okyanusu'ndan doğru. Hep beni sola itebiliyorum. Bakın şurada bir baraka var. Orada bir iki kişi yaşıyordur kesin. Evet. Ungefähr 8 Kilometer bis zur Benzinstation. Ja, das war's fürs Erste. YouTube'da takip edin. Bakın ben YouTube sen. Bike, B-I-K-I, B-I-K-I, 61. Evet, herkese iyi günler. Schönen guten Tag an alle. So, heute werde ich ungefähr 150 Kilometer fahren. Das ist mein Plan. Planım 150 Kilometre en az gitmek. Nouakchott dediğim gibi 240 Kilometre falan. Yarın 90 Kilometre kalsın diye. Dann habe ich morgen nur noch 90 Kilometer. Wenn die Straßen so sind, mache ich die in 3 Stunden oder 4 Stunden. Evet. Yarın öğleden sonra inşallah Nouakchott'tayım. Da werde ich eine Impfung brauchen. Gehe ich die Impfung? Ich werde das Krankenhaus gehen. Das geht nicht. Nouakchott da.
sarı humma hastalığına karşı aşı olacağım. Çünkü en geç Senegal'de şart. Şart dediğim yani şimdi içeri girerken de sorabilirlermiş okuduğuma göre. Ama genelde böyle devletlerde bir şey sormuyorlar. Bir pasaportu soruyorlar, vizeyi soruyorlar, o kadar. Senegal ile Gambiya'ya zaten vize de lazım değil ama korona aşısını sorarlar tabii. 3 kere aşı oldum. Sarı humma aşısını sorarlar. Sorabilirler en azından. Ja, ich bin dreimal gegen Corona geimpft, aber ich muss mich jetzt gegen Gelbfieber impfen lassen. Ab Senegal ist das Pflicht, nach dem, was ich gelesen habe. Normalerweise fragen die in solchen Ländern nicht. Die fragen nur nach Passport, Visum. Wenn du Visum bezahlen musst, das Geld natürlich. Ist klar. Ama yine de tedbirimi almam lazım. Sarı humma aşısını olacağım. Nuakşot'ta gideceğim. Evet. Görüşmek üzere. Ja, man sieht sich. Ich werde noch ein paar Videos machen in den nächsten Tagen. Bye bye. See you, man.